Norwegen, das Urlaubssehnsuchtsland von vielen. Den meisten fällt zu Norwegen Nordkap und Lofoten ein. Beide Destinationen liegen weit im Norden. Wir zeigen euch, dass es auch im Süden viel zu entdecken gibt. Begleitet uns im zweiten Teil unserer Reise unter anderem bei einer Dresinenfahrt auf einer spektakulären ehemaligen Bahnstrecke. Fahrt mit uns auf schmalen Straßen an der Südküste entlang. Wir besuchen geschichtsträchtige Orte und fahren durch einen blau ausgeleuchteten Tunnel. Interessiert? Dann folgt uns nach Südnorwegen. Von Flekkefjord ausgehend fahren wir in nordwestlicher Richtung weiter. Vom Friedhofsparkplatz in Austedt, wo wir übernachtet haben, ist es nicht weit zum WOMU-Stellplatz in Flekkefjord. Da es noch früh am Tag ist, können wir in vorderster Reihe am Bifjord parken. Der Bahnhof als Startpunkt für die Dresinenfahrt hat vormittags nicht geöffnet. Deshalb verschieben wir diese Unternehmung auf morgen. Dafür ziehen wir die Stadtbesichtigung von Flekkefjord vor. Die 9200 Einwohnerstadt ist Handels- und Dienstleistungszentrum der Region. Das sogenannte Holländerviertel mit den schmalen Gassen und den weiß gestrichenen Holzhäusern ist einen Besuch wert. Im 16. und 17. Jahrhundert kamen Holländer hierher, die vor allem mit Holz und Granit handelten und sich hier niederließen. Amsterdam soll zum Teil auf Granit und Holz aus der Gegend von Flekkefjord stehen. Auch das Grand Hotel von 1897 hat sich diesem Baustil angepasst. Die achteckige Kirche wurde 1832 erbaut. Darüber hinaus ist das Holländerviertel eine Outdoor Gallery mit oft fassadenhohen Street-Art-Bildern. Nordöstlich des Geschäftsviertels führt die FV44 durch die Stadt. Hier an der Verbindung zwischen Krise und Bifjord kann man auf einer Promenade an Restaurants und Cafés vorbeibummeln. Und natürlich auch essen oder Kaffee trinken gehen. Ein Kannelknoter, ein Zimtknoten, darf dabei natürlich nicht fehlen. Wir kehren zu unserem Stellplatz zurück, wo es recht laut ist, weil dort gerade gebaut wird. Für uns geht es noch ein Stück am südlich der Stadt gelegenen Bifjord entlang. Am Ufer und auf den Felsen stehen neuere und oft höhere Gebäude als im Holländerviertel.
Die Grönes Batterie konnte zusammen mit einer Artilleriestellung auf der gegenüberliegenden Insel den Zugang zur Stadt überwachen. Die aufgestellten Kanonen von 1807 erinnern an die napoleonischen Kriege. Gleich daneben befindet sich ein beliebter Badeplatz mit Fasssauna und 10-Meter-Sprungturm. Noch ist es zu kalt zum Baden, aber kurze Ausfahrten auf dem Fjord werden anscheinend gerne unternommen. Am Fjord entlang und selbst auf den winzigen Inselchen stehen Häuser. Ob es sich dabei um Wohn- oder Ferienhäuser handelt, ist uns nicht klar. Aber ein Bootsanleger ist meistens dabei. Der Stellplatz hat sich inzwischen gefüllt, obwohl der Platz wegen der Bauarbeiten nur teilweise die erwartete Ver- und Entsorgung bietet. Es ist bereits nach 22 Uhr, als es langsam dunkel wird. Heute verlassen wir Flekkefjord und freuen uns, dass wir noch ein paar sonnige Abschiedsbilder machen können. Erstmal fahren wir aber nur ein paar Meter weiter zum Busbahnhof, wo wir für heute um 12 Uhr die Dresinenfahrt auf der Strecke der alten Flekkefjordbahn gebucht haben. Die ursprüngliche Bahnstrecke führte von Flekkefjord nach Sira und dort gab es Anschluss an die Sørlandsbahn. Die 1904 eröffnete Strecke bot für die Bevölkerung die Anbindung an die größeren Zentren im Osten und Westen des Landes. Die heutige Dresinenstrecke führt zum Haltepunkt Bakkekleivi und ist 17 Kilometer lang. Wir brauchen ein paar Meter, bis wir uns an das Fahren gewöhnt haben und Zeit zum Filmen finden. Die einfache Strecke ist nicht nur 17 Kilometer lang, sondern es gibt auch 17 dunkle Tunnel, die man durchfahren muss. Der längste Tunnel misst 1200 Meter. Kaum im Freien sieht man schon das nächste Tunnelportal. Der Bau der Strecke war kompliziert. Heute gilt sie als Meisterwerk aus Stein. Erschwerend kommt hinzu, dass es ständig bergauf geht. Die Strecke steigt bis zu 19 Promille. In Deutschland sind 12,5 Promille das Maximum. Angestrebt sind 4 bis 6 Promille, damit alle Züge mit voller Auslastung fahren können. Deshalb sind wir froh, als wir den alten Wasserkran für Dampflokomotiven beim Haltepunkt Flickheid sehen. Denn hier haben wir den höchsten Punkt erreicht. Das alte Bahnhofsgebäude steht schon lange nicht mehr. Aber man hat genügend Platz, um kurz anzuhalten. Nach einer Trink- und Verschnaufpause geht es weiter. Wir fahren als Letzte, um Zeit zum Filmen und Fotografieren zu haben. Ab jetzt geht es bergab, entlang dieses sehr großen Sees namens Lundevatnet. Wir können nicht ganz bis zum Umkehrpunkt Bakkekleivi fahren, sondern müssen an der Haltestelle Siemes umkehren, da der folgende Tunnel gesperrt ist.
Hier pausieren alle. Nach 1,5 Stunden Pedalarbeit hat sich jeder die mitgebrachte Brotzeit verdient. Jetzt geht es erstmal wieder bergauf. Aber insgesamt dürfte die Rückfahrt weniger anstrengend werden, weil die Bergabstrecken überwiegen. Die Topografie machte den Bau einer Bahntrasse schwierig, zumal sie vollständig von Hand erbaut wurde. 7 Jahre brauchten die Arbeiter zwischen 1897 und 1904, um die Trasse fertigzustellen. Leider kamen dabei 7 Menschen ums Leben. Beim früheren Bahnhof Lickheid, dem einzigen Bahnhof zwischen Flekkefjord und Sira zu Bahnzeiten, haben wir die Steigung überwunden. Ein Relikt aus vergangener Zeit ist der Wasserkran, wo sich die früher hier verkehrenden Dampflokomotiven mit frischem Wasser versorgen konnten. Unterwegs wurden für die Dressinenfahrer und Fahrerinnen einige Haltepunkte angelegt, wo man rasten kann. Allerdings sollte man dafür die Dressine aus den Schienen heben. Wenn man nicht gerade durch einen Tunnel fährt, dann hat man oft eine schöne Aussicht, hier auf den See Loja. Die Tunnel sind besonders eng, weil die Strecke ursprünglich eine Schmalspurbahn war, die erst 1944 auf Normalspurweite umgebaut wurde. Wegen der Tunnelgröße waren besonders niedrige Bahnfahrzeuge vonnöten. Der letzte Schienenbus fuhr an Silvester 1990 von Flekkefjord nach Sira. Höhenangst braucht man keine zu haben, auch wenn man oft nahe am Abgrund entlang fährt. Denn die Dressinen sind sehr schwer und die Gefahr, dass sie aus den Schienen springen, besteht eigentlich nicht. Jetzt sind wir schon wieder fast auf Fjordhöhe angekommen und überqueren den Fluss Lögan, einen Zufluss des Grisefjords. Danach fahren wir an diesem Fjord entlang, der sich bis zur Innenstadt von Flekkefjord erstreckt. Eine größere Holzbrücke führt bei Trangeid über ein kleines Gewerbegebiet. Die Dressinenfahrt darf höchstens 4 Stunden dauern, denn um 16 Uhr startet die nächste Gruppe. Ein Fahrradhelm und eine Stirn- oder Taschenlampe für die unbeleuchteten Tunnel sind Pflicht. Man kann sich das aber zusammen mit der Warnweste kostenlos beim Bahnhof ausleihen. Die Dressine mit Platz für 2 Erwachsene und 2 kleinere Kinder kostet rund 60 Euro. Diese Fahrt durch die wunderschöne norwegische Schärenlandschaft ist absolut empfehlenswert. Nach diesem kleinen Abenteuer verlassen wir Flekkefjord auf der 44 und fahren auf der sogenannten Nordseestraße zuerst am Langevatnet entlang. Übernachtungsplätze sind hier schwierig zu finden, denn oft ist nur eine Straßenbreite Platz zwischen Felsen und Wasser. Kleine Parkbuchten laden nicht wirklich zum Übernachten ein. Aber am Botnevatnet finden wir doch noch ein Plätzchen. Eigentlich ist das ein Badeplatz, aber dafür ist es noch zu kalt. So besetzen wir allein die schönsten Felsen und genießen bei Sonnenschein die Aussicht auf den See und die Ruhe nach der heutigen Radelanstrengung.
Wir verlassen unseren wunderschönen Stellplatz und fahren auf der FV44 weiter in nordwestlicher Richtung. Die Straße ist schmal und sehr kurvig. Man braucht deshalb auch für relativ kurze Entfernungen viel Zeit. Wenn sich dann zwei Wohnmobile begegnen, kann es richtig eng werden. Gut ist es, wenn man sich wenigstens verständigen kann. Platz. Wir kommen hinten nicht vorbei. Platz. Wir kommen da aber auch nicht durch, das ist das Problem. Platz. Mehr geht nicht. Wenn Sie so weiterfahren, geht es. Gut. Alles gut. Ja, alles gut. Moment, weiter. Jo, passt. Vor Onasira biegen wir auf eine Nebenstrecke ab, die am Onafjord entlang führt. Wir wollen in Richtung der Brufjell-Höhlen wandern, allerdings nicht zu diesen Höhlen absteigen, da sie nur über einen Klettersteig erreichbar sind. Unser Ziel ist der Aussichtspunkt oberhalb der Höhlen. Wir parken den Kastenwagen außerhalb des Ortes Rolliketen und wandern erstmal der Straße entlang zu diesem kleinen Ort. Der Einstieg zu der Wanderstrecke ist gut markiert, aber wir brechen die Wanderung bald ab, da durch die starken Regenfälle der vergangenen Tage der steile Weg matschig und extrem rutschig geworden ist. Das ist uns dann doch zu gefährlich. Deshalb kehren wir unverrichteter Dinge zum Fjord und zum Kastenwagen zurück. In Onasira überqueren wir den Fluss Sira auf einer einspurigen Brücke. Weiter geht es bergauf und bergab auf der sich wie eine Passstraße windenden FV44. Der nächste Fjord, den wir auf der Nordseestraße erreichen, ist der Jøssingfjord. Das deutsche Schiff Altmark mit 300 Kriegsgefangenen versuchte im Februar 1940, sich hier vor einem Schiff der Royal Navy zu verstecken. Auf Befehl von Churchill enterten die Engländer das deutsche Schiff und befreiten alle Gefangenen. Dieser Vorfall diente der deutschen Propaganda als Vorwand, um das bisher neutrale Norwegen ab April 1940 zu besetzen. Wir wollen die helleren Häuser, eine Art Freilichtmuseum hier am Fjord, besuchen. Thank you.
Im Fjord gibt es auch einen Hafen. Die Firma Titania betreibt nordöstlich von hier das größte Titanbergwerk Europas. Das Erz wird im Tagebau abgebaut, als Konzentrat aufgearbeitet und im Fjord auf Schiffe verladen. Der Fjord ist von steilen Bergen umgeben. Einer davon ist der Helleren, der den unter dem Überhang stehenden Häusern Schutz bietet. Diese einfachen Holzhäuser brauchen kein wetterfestes Dach, weil sie etwa 10 Meter tief unter dem Felsüberhang stehen. Die Häuser stammen aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert und zeigen, wie einfach die Menschen hier früher lebten. Mitte des 19. Jahrhunderts standen hier 3 Häuser mit etwa 15 Bewohnern. Fischfang, etwas Ackerbau und die wenigen Haustiere, die mit der spärlichen Vegetation zurechtkamen, bildeten ihre Lebensgrundlage. Die Innenausstattung ist sehr einfach. Ein gemauerter Kamin, der auch zum Kochen genutzt wurde, eine Stube und Schlafmöglichkeiten unter dem Dach. Mehr brauchte man nicht. Funde zeigen, dass der geschützte Platz unter dem Felsüberhang schon seit der Steinzeit genutzt wurde. Auch wenn es uns seltsam vorkommt, die geschützte Lage hier war ein Privileg. Hinter den Häusern war Platz für ein paar Schafe und Ziegen. 1920 verließen die letzten Bewohner den Hof unter den Felsen. Da die helleren Häuser am Ende des Fjords stehen, müssen wir die ihn umgebenden Berge auf einer Art Passstraße überwinden. Diese Straße gibt es erst seit 1921. Davor waren die Siedlungen am Fjord nur über das Meer erreichbar. Etwa 150 Meter oberhalb des Fjords gibt es einen Aussichtspunkt mit Erläuterungen zu den Ereignissen im Zweiten Weltkrieg. Wir folgen dem Onasira-Wehen bis kurz vor Hauge und biegen dort auf den Blåfjell-Wehen ab. Hier stehen wir mit anderen Wohnmobilen auf einem Parkplatz außerhalb des Ortes. Da es noch nicht so spät ist, unternehmen wir eine kleine Wanderung entlang des Blåfjell-Wehen, einer ehemaligen Bahnstrecke. Der Fluss Litlo stürzt hier mit ziemlichem Getöse ein paar Meter tiefer. Bemerkenswert erscheint uns, dass die Brücke, wie zu Bahnseiten, keinerlei Absturzsicherung hat, obwohl sie über einen reißenden Fluss führt. Unterwegs begegnen wir ein paar Schafen, die sich von uns nicht stören lassen. Unser nächster Haltepunkt ist der Ruggestein, ein Wackelstein, den wir allerdings nicht zum Wackeln bringen können. Er soll Europas größter beweglicher Felsbrocken mit schlappen 74 Tonnen Gewicht sein. Wir sind einfach zu schwach oder haben die falsche Technik angewandt. Wir gehen noch ein Stück am Seerefswatnet entlang, kehren dann aber um, weil es sonst für das Nachtessen zu spät wird.
Heute fahren wir weiter auf der Landschaftsroute Jaren, der südlichsten der 18 Landschaftsrouten Norwegens. Sie verläuft zwischen Flekkefjord und Bore. Das ist ein Ort südlich von Stavanger. Es geht oft direkt am Meer entlang. Leider können wir heute nicht den hohen Himmel, den weiten Horizont und das endlose Meer bestaunen. Heute ist ein eher grauer, trüber und sehr stürmischer Tag. Dieses Tiefland ist die Kornkammer Norwegens. Die Strände sollen schön sein, aber das wollen wir beim heutigen Wetter nicht überprüfen. Unser erstes Ziel heute ist der alte Friedhof von Farhaug, der als einer der schönsten Norwegens gerühmt wird und unter Denkmalschutz steht. Um 1200 soll hier bereits eine Kirche gestanden haben. Die heutige Kapelle wurde 1951 erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde ein Teil des Friedhofs von den Deutschen besetzt, die einige der alten Eisenkreuze als Ziel für Schießübungen missbrauchten. Die Menschen aus dieser Gegend finden hier schon seit 700 Jahren ihre letzte Ruhe. Der Innenraum der Kapelle ist sehr klein. Wir haben 14 Stühle gezählt. Im Sommer finden hier Hochzeiten statt. Die Skulptur rechts ist eine Kopie. Das Original befindet sich im Museum in Stavanger und stammt aus einer Vorgängerkirche aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Wir finden die Beschreibung in einem Reiseführer sehr schön, dass der Friedhof ein Feld mit Gräbern, einem Steinzaun, Himmel und Meer sei. Wir fahren weiter in Richtung Stavanger. Die Äcker und Wiesen werden oft von Steinmauern begrenzt, vermutlich auch zum Schutz des wertvollen Ackerbodens vor Erosion. Diese Landschaft ist einzigartig in Norwegen und stimmt nicht mit unseren Vorstellungen von Norwegen überein. Wir fahren zum Stavanger Vorort Matla. Dort besuchen wir das Denkmal Sverdi Fjell, das 1983 vom norwegischen König eingeweiht wurde. Die drei 10 Meter hohen Bronzeschwerter scheinen in den felsigen Hügel gesteckt worden zu sein. Das Denkmal steht hier am Harfsfjord, wo im 9. Jahrhundert Harald Schönhaar Norwegen einigte, indem er mehrere Kleinkönige besiegte und damit zum ersten König Norwegens aufstieg. Die Schwerter sollen Frieden, Einheit und Freiheit symbolisieren. Die Griffe der Schwerter wurden Schwertfunden aus verschiedenen Teilen Norwegens nachempfunden. Die Gestaltung des Denkmals bezieht sich auf den Wikingerbrauch, dass in Friedenszeiten die Schwerter in den Boden gesteckt wurden. Heute ist Sonntag und das Denkmal ist gut besucht. Stavanger selbst besichtigen wir nicht. Für uns geht es in nordwestlicher Richtung weiter. Dazu befahren wir den Ryfylke-Tunnel. Er verläuft unter dem Horgefjord und ist 14,3 Kilometer lang. Bis jetzt ist er der längste Unterwasserstraßentunnel der Welt. Einzelne Abschnitte des Tunnels sind mit Licht gestaltet, damit es den Fahrenden nicht langweilig wird oder sie klaustrophobische Ängste entwickeln. Die Mitte des Tunnels ist blau ausgeleuchtet. Nun befindet man sich knapp 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Und damit ist der Ryfylke-Tunnel auch der tiefste Straßentunnel der Welt.
Der 2019 eröffnete Tunnel ist selbstverständlich mautpflichtig. Wir sind nun auf der nächsten norwegischen Landschaftsroute, Ryfylke, unterwegs, die uns heute am Meer entlang zur Kleinstadt Tau führt. Die App Park4Night hat uns den WOMO-Stellplatz im Hafen von Tau vorgeschlagen, der wirklich wunderschön am Meer liegt. Wir machen noch einen Spaziergang durch den Möllepark. Der Pavillon mit Meerblick ist allerdings nicht zugänglich. Der See Grosvatnet wird über den kleinen Wasserfall Möllefossen ins Meer entwässert. Heute fand eine Oldtimer-Ausstellung im Park statt und einige der alten Autos stehen auch gegen Abend noch hier und laden zum Besichtigen ein. Wir kehren zu unserem Kastenwagen zurück. Mit unserem katalanischen Nachbarn, der auf keinen Fall als Spanier bezeichnet werden will, funktioniert die Unterhaltung nur mit Zeigen- und Übersetzungs-App. Wir essen noch gemütlich und beenden den Abend mit dem Beobachten der Wolken über dem Meer. Im dritten Teil unserer Norwegenreise kehrt anscheinend der Winter zurück. Es wird einsam, die Wasserfälle immer wilder, die Ferienhäuser seltener und die Brücken länger. Wenn dir der Film gefallen hat, dann würden wir uns über ein Like freuen. Außerdem wäre es schön, wenn du unseren Kanal abonnieren würdest. Mit dem Klick auf die Glocke wirst du informiert, wenn wir einen neuen Film hochladen. Danke fürs Zusehen und tschüss bis zum dritten Teil.